Hallo und herzlich willkommen zurück zu GameX am Sonntag, hier bei mir auf dem Kanal. Mit dabei ist natürlich mein lieber Freund, der Chris. Hallo. Wir sind hier die Ultra-Assassins und haben schon in der letzten Mission eigentlich ganz gut abgerockt. Das war eine Zweier-Mission, wir werden jetzt noch eine Zweier-Mission machen. Ey, bleib hier, den kann ich immer wieder umrammen. Jetzt rennt er wieder weg, pass auf. Der arme Alter. Das ist wir? So ein bisschen... Ja, auf jeden Fall haben wir eben schon eine gute Koop-Mission gespielt und das hat sehr viel Spaß gemacht, meines Erachtens. Ich hoffe, wir können quasi jetzt daran anknüpfen. Wir machen jetzt noch eine Zweier-Mission, wir schauen mal, wie lang die gehen wird oder so. Ihr habt ja die erste Mission wahrscheinlich schon bei Chris auf dem Kanal oder bei Kriegsmied auf dem Kanal gesehen, so. Und ich werde jetzt einfach mal eine Mission starten. Die befindet sich oben in einem etwas anderen Distrikt und zwar... in Hotel de Ville, obwohl da waren wir eben auch gerade, ne? Aber das war eine andere Mission. Naja, egal. Ihr seht wir übrigens meine Sicht, das müssen wir noch dabei sagen, weil ich das Ganze aufnehme. Aber wir sind ja sowieso zusammen. So, warte weg. Hm? Okay, bei mir war gerade irgendwie ein mega Fehler. Du bist die, hast die Gruppe verlassen. Im Ernst? Du stehst bei mir noch neben mir. Nee, bei mir hast du die Gruppe verlassen. Weil, also ich, oh, ich hab. Ja, jetzt lade ich. Okay, dann müssen wir nochmal neu. Genau. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall die Koop-Mission Nahrungskette, heißt das Ding. Und ja, bis jetzt hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben eben zumindest relativ viel erreicht und hatten Spaß bei der Mission, wobei die jetzt auch nicht so mega anspruchsvoll war und ja, einfach mal so ein bisschen zum Einspielen war. Mm. Lad. Oh ja. Kann dich wieder einladen. So, jetzt da. Lol, die Templersteuer. Abgeschlossen. Ist wahrscheinlich auch, ja, du stehst auch vor der Koop-Mission, weil du die als letztes beendet hast. Lade dich einfach nochmal ein. Einladen nicht möglich, steht da. Doch, du hast eine Einladung erhalten. Ach echt? Ach so, das steht wahrscheinlich. Hast du mir zwei geschickt oder so. Okay, ja, das kann. Dann warten wir noch mal an, Mann. Einmal. Und wieder laden. Okay. Also, fangen wir mit der Nahrungskette an. Egal, es ist... Oh, Moment. Ah, Moment, ich bin noch nicht fertig. So, jetzt gucken wir mal, ob ich dich sehe. Ja, wo bist du denn? Falsches Spiel gestartet. Jetzt lade ich schon wieder. Ja, weil wir in eine Koop-Mission geschmissen werden. Allerdings habe ich öffentlich gemacht, was ich nicht wollte. War eine 4-Player-Mission, deswegen habe ich die noch nicht gespielt, weil ich habe bis jetzt nur die 2-Player-Mission gespielt. Egal, dann müssen wir die abbrechen. Weil wenn wir jetzt wieder mit so, ich kann euch nicht empfehlen, Assassin's Creed Unity quasi mit Leuten öffentlich zu spielen. Meistens funktioniert das nicht wirklich gut. Das Einzige, was gut funktioniert, ihr kriegt auf jeden Fall eine Belohnung am Schluss. Wie hoch die ausfallen würde, ist allerdings echt eine Sache des Zufalls, weil die meisten Leute rennen einfach durch und knallen einfach alles nieder. Soll ich dir einen Vorschlag machen? Ja, was denn? Ich dachte, wir fangen neu an, fangen wir neu an. Ja, wir fangen neu an. Achso. Musst du nicht wieder. Boah, nee, bitte nicht, ey. Jetzt sag nicht, wir haben es irgendwie hier raufbeschworen. Was denn? Ich weiß nicht, irgendwelche Fehler. Naja, ich habe aber extra alle Ports freigegeben. Ich habe letztens für Far Cry, das hat am Anfang gar nicht geklappt, da habe ich alle. Jetzt krieg ich das Intro gezeigt. Ja, von der Mission. Lebensmittel waren auf dem Weg nach Paris und verschwanden, bevor sie den Markt erreichten. Los jetzt! Templer. Glücklicherweise entschied sich jemand, der Lieferung zu folgen. Das ist ein öffentliches Spiel. So. Tyrone de Mericourt nahm die Angelegenheit selbst in die Hand. Hey, aber das kenne ich doch aus dem Singleplayer. Zeigt dem König, dass auch unsere Familien essen müssen. Die Demonstration Also die Sequenz. Oder war das, ich glaube, nee, das kann auch sein, dass das die Mission war, die ich mit Peter und Bram hier gespielt habe. Sie brauchten
Tochter aus wie die Mutter von Game of Thrones, die eine. Wie geil, grün, blau, rot, schwarz. ja, ich gehe mal raus. Wie machen wir das denn? Mission mit Gruppe beenden. Ihr müsst sie einholen. Das heißt, wir gehen beide raus. Weil, das macht keinen Sinn. Also, macht das niemals, spiel niemals öffentlich. Ich habe das einmal gemacht, das versaut dir so die Mission, da kannst du es auch direkt quasi alleine machen. Also. Dann kommt dann von wen dazu los, Chris. Ich fände ganz cool, wenn die das so ein bisschen, über Splinter Cell machen würden, dass du bewertet wirst nach Schleichen und Ballern, beziehungsweise Action. Und dass die Schleichenleute halt zusammengesteckt werden und die Actionleute. Ja, das Problem ist bei dem, bei der Sache hier allerdings, dass du natürlich, wie heißt es? Du hast das Problem, dass wenn einer Scheiße baut, werden halt, ich sag jetzt mal, selbst wenn du irgendwo im Schatten bist, wirst du halt trotzdem entdeckt. So, und das ist halt scheiße, weißt du? Also deswegen geht das nicht, dass die können das quasi gar nicht so, so differenzieren. So, was machen wir denn jetzt? Wir werden Köpfe rollen. Ja, komm, warum nicht? Machen wir. Dann nimmst, achso, du einfach ab dann nimmst du einfach ab der Sequenz auf und danach. Ja, ich nehme durchgehend auf, genau. Bei der Sequenz. Das Gesetz über die Verdächtigen hat eine Massenhysterie ausgelöst. Ein falsches Wort und man war ein toter Staatsfeind. Bürger, es gab einen Irrtum. Ich bin kein Royalist. Ihr wurdet alle von euren Mitbürgern als Feinde der Freiheit angezeigt. Ich habe Informationen für Robespierre. Bürger Robespierre! Es gibt Feinde in unserer Mitte. Didier Paton, ein Patriot, der zum Superspion wurde. Haben wir nur einen Tyrannen durch den anderen ersetzt? Ja, das hat. Paton schlug ein wenig über die Stränge. Er radierte hunderte Pariser aus. Kein Verbrechen war zu gering. Er war ein so guter Schnüffler, dass er mehr fand, als gut für ihn war. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Den Templerorden. Und ihr könnt diese Bürger identifizieren? Viele, ja. Sie stehen nicht treu zu Frankreich. Ich fürchte, sie kontrollieren sogar Mitglieder der Regierung. Wachen! Ihr seid wahrlich ein sehr geschickter Spion, Paton. Vielleicht zu geschickt. Verhaftet den Verräter. Das könnt ihr nicht tun. Nein! Seht, welches Schicksal all jenen blüht, die ihre Mitbürger verraten. Paton kennt wertvolle Templergeheimnisse. Und Tod nützt er den Assassinen nichts. Findet das Notizbuch und dann rettet ihn. Und da stehen die zwei Krieger. Und damit herzlich willkommen zurück zu GameMix am Sonntag bei mir auf dem Kanal mit dem lieben Chris. Hallöchen. Hallöchen. So, wir haben eben schon die Sequenz gesehen. Es geht um den lieben Herrn Panton und wir müssen dem sein Leben retten. Ich finde ehrlich gesagt ganz cool, dass es bei den Koop-Missionen auch Sequenzen gibt. Finde ich irgendwie ganz nice. Die fand ich auch ganz nice gemacht jetzt. Also es war ja nicht nur so eine 3-Sekunden-Sequenz und da holt den mal, sondern... Ja. Schon mit Hintergrund, finde ich gut. Und ihr seht übrigens meine Sicht. Also genau. Das musst du unbedingt sagen, weil wir sind eigentlich bei dir im Kanal, aber da ich das Ganze aufnehme... Bei mir ist das Problem, meine Elgato, das hat nichts mit Elgato selber zu tun, aber meine Elgato ist irgendwie nicht mehr ganz funktionstüchtig. Deswegen kann ich von der PS4 aus nicht aufnehmen, weswegen der Chris das netterweise macht und mir dann eben die Datei zuschickt. Und deswegen seht ihr auf, aus seiner Sicht, aber wir sind ja eh im Koop-Verbund zusammen, das heißt einer für alle für einen. Und wir müssen das Haus infiltrieren und das Notizbuch jetzt erstmal ergattern. Wir sehen auch schon die Position. Und hier in dem Ding muss ich sagen, da müssen wir ganz dick aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Weil das hier sind Wachen überall.
Das Notizbuch scheint aber einer bei sich zu haben. Das liegt nicht irgendwo rum, ne? Das weiß ich nicht genau. Wir werden jetzt erstmal... Das bewegt sich. Okay, dann... Also der orangene Punkt, der bewegt sich. Dann versuch also zumindest ganz mal in die Nähe zu kommen. Nee, weil da hinten ist ein Fenster. Da hinten ist ein Fenster. Wenn du mal mit zu mir kommst, da ist ein Fenster, in das man gut reinkommt. Und das ist auf der gleichen Ebene. Ah, das meinst du. Wo der Typ auch rumläuft. Von daher würde ich sagen, das könnte richtig sein. Die Frage ist nur, wie komme ich hier weiter? Kann ich oben lang. Seite und dann nach oben. Ich bin gerade nicht gesehen worden. Ich bin kurz hochgeklettert, obwohl ich eigentlich runterklettern wollte. Gesagt, solange sagt, das halt mit der Belohnung da steht. Ja, genau. Oh fuck, ja stimmt. Du darfst auf keinen Fall nach oben. Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Gehen wir nicht nach oben am besten. Auch wenn ich schon oben bin. Scheiße. Ich habe die Mission selber noch nicht gespielt. Die von eben, also die bei Pizmeet auf dem Kanal, die habe ich selber schon gespielt, aber diese Mission selber noch nicht gemacht. Also ich bin jetzt nochmal fast nach ganz unten geklettert, weil mich da schon wieder einer gesehen hat. Ja, möglicherweise müssen wir auch ein, zwei töten. Aber ich hoffe. Ich sehe da vorne auf jeden Fall noch ein offenes Fenster, durch das wir durch können, auf der anderen Seite des Hofes. Das heißt, eventuell gehen wir dort rein. Gerade gucken, wie viele Leute hier überhaupt um hier rum aus. Also von hier aus dahin, das kannst du vergessen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie von der anderen Seite in den Tempel rein. Wieder liegt eine Leiche. Hast du einen umgebracht? Nee. Irgendwer hat gerade gesagt, da liegt eine Leiche. Ja, also ich Merde! Geh nochmal auf die... Also ich habe auf jeden Fall noch ein anderes Fenster gesehen. Eventuell ist es besser, wenn wir innen langschleichen. Wir können ja nochmal nach unten. Genau. Wir können ja nochmal nach ganz unten. Warte, das ist ja mega nah ist wieder. So, am besten nicht zu nah an den Eingang, weil sie auch wach werden, wenn... da gar keinen Bock drauf hat. Ach, hier Blue und Red, vor denen habt ihr nichts zu befürchten. So. Welches Fenster meinst du denn? Da, da oben, direkt da oben. Ach, da über dem, über dem, weiß ich nicht, Balkon ist es ja nicht, aber... Ja, hier ist auf jeden Fall ein Fenster, da können wir auf jeden Fall rein. Ob man jetzt da wirklich viel weiterkommt, weiß ich nicht, aber man kommt auf jeden Fall rein. Oh, hier ist eine Kiste. Die mache ich auf. Oh. Ich hoffe, das Level ist nicht zu hoch. Nee. Die habe ich auch noch nicht. Jetzt Level 1. Oder muss ich die selber öffnen? Muss ich, glaube ich, selber öffnen. Also ich habe sie auf. Okay, ich glaube, da muss ich sie selber öffnen. Moment. Oh, jetzt müssen wir ja wieder raus. Also... Ja. Tür geht nicht auf, ne? Ne. Es sei denn, wir kriegen, wir kommen aus dem einen Fenster raus und können zu dem anderen Fenster quasi auf der gleichen Etage klettern. Das ist jetzt aber auch nur eine Spekulation, aber das könnten wir probieren. Meinst du, wir können hier raus, ohne dass uns irgendwer sieht? Also ich habe gerade mal geguckt, es guckt keiner explizit jetzt hier in die Richtung. Ja, deswegen probier's mal. Dann einfach an der Wand lang klettern. Nach links? In den gleichen, in das Fenster. Ah, da läuft doch der Typ rum. Genau, deswegen ja. Ja, komm schon. Hoch oder runter? Runter. Bin hochgegangen. Der will sich gerade nicht festhalten. Okay. Kannst du unten rum und dann an die linke Seite? Oh, okay. Oder du gehst rein. Geiler. Du bist gesehen worden? Nee. Doch, gleich. Vorsicht, nicht da rein. Warten, bis die Wache da wieder weg ist. Ich bin ein bisschen irritiert, was die Wachen nicht als rot angezeigt werden. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Weil normalerweise ist das so. Und so ist einfach alles blau. Aber welcher von den Knüllchen hatte ich denn gesehen? Da sind mehrere, da sind ja. Einige. Da ist auch eine Tür, die man aufschließen muss, aber das geht auf jeden Fall klar. Das wäre jetzt nicht das Problem. Der da? Der markieren, ne? Wusste ich gar nicht. Ja, mit L1 kannst du Ziel markieren, los. Was ist denn los? Was kriegst du denn jetzt angezeigt? Ich habe noch einen markiert, da steht nämlich auch noch einer. Und da hinten kommt auch noch einer. Kann man mehrere markieren oder nur einen? Mal gucken. Ich glaube nur einen. Zwei? Nee, du kannst mehrere markieren. Ja, genau, den sehe ich nämlich auch noch. Dann kriege ich nämlich noch einen da. Ja,
die Leute, mit denen wir uns abgeben müssen. Und da kommt der derjenige, welcher den Schlüssel hat. Also die Frage ist, ob wir von hier aus denn wirklich am besten da reinkommen, weil das... Mich würde interessieren, ehrlich gesagt, wo der da weggeht. Also der kommt ja gerade irgendwo her. Wo kommt der her? Ja, eben. Es gibt auf jeden Fall noch einen anderen Eingang von der anderen Seite. Das wird es auf jeden Fall geben. Wir können ja mal ein bisschen weiter da links. Vielleicht ist er hier auch irgendwo. Da ist zumindest kein Fenster. Das stimmt. Ne, hier ist gar kein Fenster. Also weder oben noch unten. Die sind alle vergittert. Ich denke, das ist irgendwie so die einzige Einstiegsmöglichkeit. Du bist auch schon drin. Ich wollte die Tür mal gerade eben schnell aufmachen. Blöd ist, ich sehe da drin nichts. Ach, du kommst wieder raus. Nee, ich wollte nur gerade gucken. Erst wieder raus, weil ich mich komplett unsicher. So, die stehen hier gerade relativ okay. Ich frage mich, wie der dich gesehen hat. Ist da. Ich kann da nicht sehen. Der Typ da oben. Aber da oben ist doch schon mal gut, deshalb. Okay, einer von denen. Boah. Heißt das eigentlich blau, dass wir die gar nicht töten dürfen? Nee, das stimmt nicht. Das war knapp. Okay, man kann sich hier hinter sogar platzieren, alles klar. Ja, der guckt gerade. Kann ich noch einen hoch? Frage ist halt, ob das genau über uns der Typ. Es gibt aber von oben keinen Eingang. Also hier zumindest nicht. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Oh, der steht ja gut. Kann ich rein? Ne, Moment, der steht da immer noch. Der Violette, der eine. War das ganz schön knifflig. Ich geh mal grad was. Verdammter Narrenstreich. Oh, da kommt unser Freund. Aber stehlen heißt ja, du musst auch noch hinter dem herlaufen. Also du kannst ihn auch töten. Du kannst ihn auch töten und das Zeug dann plündern. Genau. Weißt du was? Die geilste Sache ist eigentlich die. Jetzt rennen die alle hier durch die Gegend. Ich glaube, ich komme mal rein. Ja. So, warte. Geh in Deckung. Jetzt kämpfen sie alle gegeneinander. Deckung. Ich kann hier nicht in Deckung gehen. Ich drücke in Deckung gehen, aber es geht dann nicht. Dann geh woanders. Hat er dich gesehen? Nein. Deswegen sagst du, ich bleib draußen. Aber eh zu doof, um dann an der Tür vorbeizulaufen. Aber egal, wie gesagt, wenn nirgendwo steht, dass die Belohnung geschmälert wird, dann wird es auch nicht geschmälert. Keine Pflanze. Der Kollege da, der macht ja eh gerade alle weg. Ja, eben. Deswegen habe ich ja auch die Berserkerpfeile sind ja immer noch sehr, sehr geil. Vor allem können mittlerweile Berserkerpfeile übertragen. Also das okay, heißt, die wusste ich nicht, dass es die gibt. Oh, sorry. Nee, das meine ich nicht, aber gut so. Weil ich wusste nicht, dass es die gibt. Ja, also das Ding ist, die gab es ja schon, also in allen, eigentlich gibt es die fast in jedem. Mal, schießt der auf uns? Ich glaube, der schießt auf mich durch die Wand. Zumindest die Richtung, in die Kanonen halten, kommt hin. Ah, ne? Geh mal ein Stückchen weiter runter. Ja, jetzt kommt er angerannt. Ach du Scheiße. Jetzt werde ich von unten gesehen. Ich muss rein. Wir müssen aufräumen. Ja, bin dabei. Alles gut. Sehr schön. Aber ich kann mich hier nicht. Also, ich kann hier nicht in Deckung gehen. Ja, jetzt natürlich. Weil ich da in Deckung bin. Okay, das heißt, wir haben zumindest schon mal den Schlüssel. Ja, wir können hier stehlen jetzt. Ich denke mal, das reicht, wenn einer das macht. Aber noch treffen, weil die liegen zwei übereinander. So, jetzt. Okay, ihr habt den Schlüssel. Jetzt holt euch das Notizbuch.
Ist das nicht hier? Nee, das rechts? Ist rechts unten. Ja, aber vielleicht können wir hier runter, hier ist ein Treppenhaus. Ja, meinst du? Also ich würde sagen, ich gehe hier einfach zurück und mache die Typen am Eingang platt, die da stehen. Hm, hier ist leider doch kein Treppenhaus, hier kommen wir weiter nach oben. Hier gibt es zwei Typen am Eingang, da müssen wir, glaube ich, auch beide zusammen drauf springen, dann wird das klappen. Ja, ich komm. Wollte nur mal gucken. Ja, gut. So. LOL! Du bist tot. Ja, ey, bei mir, der hat sich einfach nicht festgehalten. Oh mein Gott. Wait, what? Wo bist du denn? Also ich muss aus dem Fenster raus und dann? Ja, ich lieg irgendwo unten. Du liegst bei mir auf der anderen Seite des Hauses. Richtig, da bin ich ja auch hingeklettert, damit wir da eben reinkommen, weil da der Eingang eventuell ist. Da ist auch der Eingang. Ich lieg direkt vor den zwei Typen, die ich eigentlich hätte abmurksen wollen. Aber der hat sich einfach nicht mehr festgehalten. Er ist einfach runtergejumpt und hat sich an keiner Kante mehr festgehalten. Du wirst, glaube ich, eh nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ich glaube, ich muss einfach neu spawnen dann. Oh Gott. Schreck mich nicht so. Ja, ich habe mich auch erschrocken. Kommen wir denn... Ja, hier ist ja ein Fenster. Denn einfach von vorne los oder werde ich irgendwo neu gespawnt? Das werde ich jetzt mal gerade sehen. Wow. Hey, ist ja gar keiner drin. Okay, ich wurde neu gespawnt. Ja, das tut mir leid. Das war sehr nubig. Aber das hat nichts mit meiner Nubigkeit. Das war ein bisschen problematisch mit der Steuerung. Ich wollte eigentlich, genau, du musst da durch, dann rechts lang. Genau, und dann ist da eigentlich gleich der Eingang. Ich wollte mich von vorne, von oben auf die zwei Typen fallen lassen. Aber nicht ganz so geklappt. Welche zwei Typen? Ach so, die beiden an dem Tor. Genau, weil das, die sind ja direkt neben dem Eingang. Ja, aber hier oben ist doch auch eine, Ach ja, so, das, aber du das hast, ist nicht das Stockwerk. Ja, aber ich habe immer so die Hoffnung, man könnte... Wobei, ein Treppenhaus, weiß nicht, wird das angezeigt? Wieso geht der denn hier nicht rüber? Komm, Junge. Genau, da bin ich eben auch gestorben. Wenn du jetzt nach... Also, du musst im Prinzip R2 und X drücken und dann müsste der da drauf springen. Also ohne Richtungstaste. Nee, das macht er nicht. Ja, und bei mir ist er eben gesprungen und dann in Tod. Doch, hat er gemacht. Ah, siehst du, und bei mir nicht. Oh. Ich musste aber auch... Ja, ich weiß nicht, du kannst ja mal gucken, ob es da einen Weg nach unten gibt. Versuch mal wieder da hochzukommen sonst. Eher nicht. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich müsste ein bisschen weiter rein. Das Geile ist... Das ist das gleiche Stockwerk. Also wir hätten gar nicht innen drin rumklettern müssen. Ja, aber deswegen meine ich ja. Deswegen kann es ja eigentlich, glaube ich, nicht sein. Wir hätten... Nein. Wir hätten einfach nicht zurückgemusst oder so, sondern wir hätten einfach hier durch das Tor gemusst. Was hier oben ist. Dann kommst du nämlich hier auf diesen Balkon aus. Okay. Also du meinst, man muss nicht da unten durch das Haupttor? Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Aber die ist ja direkt da unten. Kann ja mal versuchen, die zwei da... Kriege ich die beide? Ja. Nein. Kriegst du nicht, deswegen wollte ich ja auch eben mit dir zusammen lang gehen. Hier gibt's echt keinen Weg? Nee, das ist das hier. Hier ist der Raum, wo wir den Schlüssel gestohlen haben. Stimmt, ja. Das hier? So, nicht weiter runter. Nee, dann müssen wir unten lang. Okay, dann müssen wir uns irgendwie beide gleichzeitig auf die Typen fallen lassen. Okay, kriegst du den anvisiert? Ja, von hier aus nicht. Ich hoffe mal, wenn er jetzt Parcours macht, dass der nicht einfach nach unten jumpt. Moment. Hoch. Was? Wie kannst du mich gesehen haben? Moment, war das? Von der Seite an! Lol, what the fuck? Das wirst du büßen! Das war irgendwie so nicht geplant. Du läufst doch nicht davon!
Da rennt einer. Ja, das war irgendwie seltsam. Ich habe auch einen Doppelattentat gleichzeitig mit dir eventuell gemacht. So, wie strange. Also ich habe gefailt, weil ich habe mich von dem Pfeiler runterhängen lassen und dann hat der eine meine Meile gesehen, der hier drin stand. Okay. War ein bisschen doof. Das war wirklich doof. Ich glaube, das war kein Fehler. Das war mein Ding. Ja, oder? Kannst du dich hinter dem Fass verstecken? Vielleicht kommt er hin, das ist gut. Vielleicht aber auch nicht. Wie, ach egal. Junge, ist nicht egal. Lol, nice. Ja, wenn, dann musst du schnell agieren. Okay, hier gibt's ein Treppenhaus. Haha, wie der da liegt. Okay, hier sind wir richtig. Okay, ich komme. Einer fliegt an dir vorbei. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, aber der steht doch mit dem Rücken zu uns. Ja, aber der steht nicht lange mit dem Rücken zu dir. Der dreht sich gleich wieder um. Der hat da nämlich gerade am Schreibtisch rumgewerkelt, deswegen bin ich hierhin gedacht. Kommt das. So. Ja, stimmt vielleicht nicht. Ja, siehst du? Der hat mich nicht gesehen, der kommt nur angelatscht. Wenn wir Glück haben. Ein Huschen hat er da bemerkt. Ich hätte doch hingehen sollen, den metzeln sollen. Also genug Zeit. Was ist das denn für ein Cheater-Ding? Du auch schon haben. Okay, du kannst es beschaffen. Interagieren. Ja, bitte. Hammer. Okay, dann wieder zurück. Jetzt müssen wir noch den Typen rausholen, wa? Korrekt. Es kommt drauf an, wo er denn ist. Pardon. 210 Meter, das ist nicht im Tempel. Hier drinnen. Außerhalb, ich weiß zwar nicht genau, warum das jetzt außerhalb ist. Ich dachte jetzt, wir holen ihn irgendwo aus dem Gefängnis raus, dachte ich. Na, die verwalten den wahrscheinlich etwas besser bewacht oder etwas spezieller. Der fiese Map. Was macht hier der Parcours? Die Klamotten von den Typen extrem geil. Ich finde auch cool, dass man sich das selbst customizen kann. Das finde ich extrem cool. Okay, Templer töten, 3 Stück. So. Zählt der Schütze dazu? Also der ist jetzt einer, der mir rot angezeigt wird. Das heißt, wahrscheinlich. Leute, den müssen wir wahrscheinlich von der im Taubturm holen, oder? Oder, eventuell. Das sieht so aus, ne? Boah. Das finde ich auch super geil. Weil manchmal stehen ein bisschen zu viele Leute rum. Einer muss hier oben im Haus, oder warte mal. Ach, die sind gelb, die Templer, oder sind das die wir beschützen müssen? Wir sind auch mit Töten markiert. Den wir beschützen und rausholen müssen, das ist der, wo nicht töten drüber steht. Ich glaube, der soll geköpft werden. Aber komisch, dass da unten der einzige Templer ist, den ich sehe. Bei rechts ist noch einer. Oh Gott, ja stimmt, da ist noch einer. Wo ist denn der nächste? Gefunden. Das ist hinten. Hinten steht der an so einem Wagen dran. Uiuiui, wie sollen wir das denn machen? Warte mal, lass mich mal ganz kurz eben schauen, wie das hier mit dem Gegner aussieht. Ich glaube, hier sind nicht so viele. Bei den einen kann man hier zwar aus dem Fenster rausziehen, aber dann klatscht der unten auf den Boden und da rennen 2 Wachen die ganze Zeit rum. Was machst du? Verkleiden. Das kann ich noch nicht verkleiden. Also da muss ich das hier oben ein bisschen überwachen. Flupp!
Und dann nimmt er einen die Beine in die Hand und ist weggerannt. Wieso fängt er denn an hier mit der? Oh oh. Da liegt eine Leiche. Zeig dich, Unhold. Das wollte ich nicht. Okay, hab den nächsten Templer. Jetzt fehlt noch ein Templer und ein Typ. Blöderweise hat sich die Menge unten aufgelöst. Ich wollte jetzt gerade mal warten, bis das rote Zeug, die roten Typen wieder sich beruhigt haben. Ich meine, eigentlich haben wir den doch jetzt sowieso schon vor der Guillotine bewahrt. Ich meine, wenn keiner zuguckt, machen die das ja auch nicht. Ich glaube, das ist auch der Sinn der Mission, aber ich... nicht am... das Ziel daran. Ist das der überhaupt? Da steht auch nicht töten drüber, über den gelben da. Nee, das ist der, den wir beschützen müssen. Das ist der gefesselt. Ach so, ja. Ja, okay, dann. Von wo? Ach, im Haus. Boah, krass. Warte, komm. Was macht er denn jetzt? Hast du ihn gefunden? Nee, den Templer nicht. Aber irgendein Typ hat mich gesehen. Ich bin immer wieder verschwunden. Huiuiui. Ja, der muss ja wahrscheinlich hinten auf dem Platz irgendwo sein oder so. Leute, Moment. Paton ist der Nächste, ihr müsst euch beeilen. Haben die da wirklich gerade Leute geköpft? Ja, der geht hoch. Wir müssen was tun. Dann benutze ein Adlerauge. Versuch den anderen gelben Typen zu finden. Ich sehe ihn nämlich nicht. Ja, aber sind die Templer nicht irgendwie... Hier kommt die Ablenkung. 3 von 3. Haltet euch bereit, Paton da rauszuholen. Alles klar, ich muss jetzt da unten hin. Nee, das ist schon okay. Das ist okay, du musst nicht mehr da drin. Ich glaube, die Mission ist gelöst. Ich weiß nicht, wodurch. Nee. Das war nicht Paton. Ich glaube, wir mussten den richtigen Paton finden, zusätzlich zu den Templern. Es gab mehrere, die geköpft werden, aber der nächste, der geköpft wird, ist doch gerade da hochgelaufen. Okay, da müssen wir jetzt Paton finden. Was ist der denn? Ich bin gerade etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Ich mich auch. Der stand doch gerade noch da oben. Ist der jetzt weggelaufen? Ich guck mal gerade, ob es auf der Karte irgendwas gibt. The fuck? Das war aber auch gerade seltsam. Wir hatten eigentlich keine 3 Templer getötet, auf einmal stand aber da, wir hatten 3 Templer. Vielleicht ist sie durch irgendeinen anderen Umstand getötet worden. Oh, ups, Templer tot. Kann ja mal passieren. Ich sehe aber Paton. Paton nicht, ja. Doch, Moment, du bist grün auf der Karte, oder? Ne, du bist ja, nicht grün auf der Karte. Ja, aber die Grünen auf der Karte sind einfach nur, Benutzer, glaube ich. Der war doch gerade noch bei der Guillotine. Und dann kam der Rauch und dann bin ich da rein und dann hat mich einer kurz gesehen und mich wieder weggerannt. Und seitdem sehe ich den Paton nicht mehr. Bin mir auch nicht sicher, also bei der Guillotine habe ich ihn auch das letzte Mal gesehen, aber vielleicht ist er tot und das ist irgendwie jetzt nur ein Bug. Also ich glaube, der eine da gerade, der hat mich durch die Wand gesehen. Ich freue mich darauf, dich jetzt wegzumachen. Du gehst mir nämlich um Keks. Hier ist irgendwo eine grüne Markierung. Noch was Meter. So. Ich habe mal so eine Wache weggemacht. Hier ist noch irgendwo. Warte mal ganz kurz. Ich geh wieder aufs Dach. Nee, warte mal. Unten in diesem Haus hier drin ist eine Assassinenmarke.
Dafür kriegen wir einen Fähigkeitenpunkt. Ja, weißt du was? Ich mach die Typen jetzt platt. Ja, aber wir brauchen Patron. Ja, den können wir sofort holen. Krass, also man sieht, die sehen einen echt früh. Weil hier ist eine Marke in dem Haus und wenn man die einsammelt, dann kriegt man Bonuspunkte für die Mission. Wo bist du denn hin? Du bist doch gerade an mir vorbeigejumpt. Nee, bin ich nicht. Lol, der Patron wird mir angezeigt. 217 Meter. Ja, ich weiß, aber deswegen lass uns den gerade noch nicht holen. Wir gehen hier gerade noch dieses Symbol holen. Das gilt für uns beide. Und obwohl, komm mal gerade zu mir. Eventuell musst du es auch holen. Das ist ein Fähigkeitenpunkt. Ich bin hinten hinter der Guillotine. Lol. Kann ich sehen. Du wirst bei mir angezeigt, als wärst du hinten in diesem Palast drin. Ja, da genau, da bin ich ja. Achso, wie bist du da am besten hingekommen? Links rum? Einfach über den Platz gelaufen. Ey. Aber du bist verkleidet, oder nicht? Nee. Ich weiß nicht, ob du diesen Erfolg jetzt auch bekommst. Ja, warte. 2 von 2 Sync-Fundstücke in dieser Mission gefunden. Vielleicht musst du das auch noch suchen. Weil das ist nämlich ganz wichtig bei diesen Koop-Missionen. Hier in der Ecke ist so ein Symbol. Ich hoffe, du kannst es auch aufnehmen. Ja, die sehe ich jetzt auch. Dann mach das, komm mal rein. Sync-Punkt. Genau, 1 von 2. Die 1 von 2, ich habe 2 von 2. Hast du hier hinten auch noch was mitgenommen? Nee, ne? Gleich so leichter Hakler. Lass mal wieder rausgehen. Habe ich auch, ja. Okay, dann müssen wir jetzt zu Patron. Genau, dann müssen wir jetzt zu Patron. Ich wollte das nur gerade noch holen, weil das ist wichtig, wenn man die in die Koop-Mission macht. Weil das lohnt sich dann richtig. Man kriegt teilweise, wenn man so, ich sag jetzt mal, einen Abend 3-4 Koop-Missionen spielt, kriegt man irgendwie 12 Fähigkeitenpunkte oder sowas insgesamt zusammen. Und das ist natürlich geil, weil man die im Hauptspiel nicht zusammenkriegt. Ich habe gerade irgendwie Lags. Hab ich auch. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg zu Patron. Der ist jetzt. Ja, du bist ja auch schon fast da. Ich glaube, der ist einfach im Wirrwarr, war der so clever und ist von sich aus weggerannt. Okay, hier sind aber noch ein paar Typen, also wir müssen. Lol. Der ist irgendwo in den Katakomben. What? Ja. Wir müssen runter. Ja, okay. Das ist ein neues Gebiet hier. Oh fuck, das sind aber richtig viele Wachen, ey. Alter, das ist eine richtig lange Koop-Mission. Ich habe gerade ehrlich gesagt die Lex des Todes. Also ich habe alle 5 Sekunden jetzt irgendwie so ein 1 Sekunde Standbild. Was? Und wieder. Und wieder. Und wieder. Oh. Ja, ich sehe, was du mit viele Wachen meinst. Da ist einer am Dach! Hm? Und Spaß, also ich habe jetzt nur noch Lex. Es steht alle 5 Sekunden jetzt kurz. Und okay, jetzt? Das ist schlecht. Und jetzt? Was soll das denn? Ich will irgendwie nicht beantworten. Ich weiß nicht, bei mir leckt's gar nicht. Bei meiner Internetverbindung kann es eigentlich für gewöhnlich nicht liegen. Nein, am Internet kann es auch ehrlich gesagt nicht liegen. Das Problem ist, sobald ich rausgehe, wird er die Mission abbrechen. Problem ist, sobald du rausgehst, kann ich die nicht mehr zu Ende machen. Und das Problem ist, sobald du rausgehst, kannst du auch nicht mehr bei mir joinen. Achso. Alter, von wo aus ich überall gesehen. Also das so kann ich nicht spielen. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich die Mission hier abbrechen. Das ist sogar so, wenn ich stehe und du dich bewegst, dann siehst du es auch an den Leuten. Moment. Hä? Müssen wir sagen, jetzt geht's? Warte. Naja, das habe ich immer noch. Das Spiel hängt bei mir richtig krass. Okay. Also mir ist gar kein Problem. Ich habe null Lags gerade. Boah,
auch richtig krass. Aber das bringt dir auch nichts, weil du ja einfach aufnimmst. Das macht keinen Sinn. Also. Ja, eben. Also, das tut mir echt leid, ne? Auch an die Leute, die gerade zugucken. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber das muss am Spiel liegen. Also, wie gesagt, wo soll das sonst herkommen? Am Internet kann es nicht liegen. Ich lade weder hoch noch irgendwie runter. Gar und nicht, ja. Das geht sonst nicht anders. Ja, Leute, dann pass auf. Dann machen wir das irgendwie wahrscheinlich so, dass wir einfach demnächst eine kleine Zusatzmission aufnehmen, wenn das so okay ist für dich. Ja, und dann, klar. Dass wir die dann einfach nochmal hochladen. Dann habt ihr bis jetzt zumindest ein bisschen Gameplay von der Mission gesehen. Ich denke mal, also Patron wird hier auf jeden Fall einfach unten in diesen Katakomben sein. Stellt euch vor, wir würden das jetzt voll Meister-Assassinen-mäßig machen, da runterlaufen und den Typen holen. Aber das bringt ja nichts, wenn der Christa Lex oder halt übelste Lex hat, dann macht ja, das also halt keinen Sinn. Wenn ich so stehen bleibe, wie ich gerade stehe, habe ich so um die 2 Frames. Okay, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry für diesen abrupten Schluss, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Beim nächsten Mal machen wir einfach noch eine kleine Zusatzmission für mich hier, ja. Dass wir auf dem Kanal hier noch was rausbringen, was wir auch dann geschafft haben. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten GameX. Dankeschön. Haut rein. Tschüss.